Auch ich möchte euch zu diesem vierten Advent-Gottesdienst herzlich begrüßen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der den Weg hierher gefunden hat. Ich muss kurz nur meine Blätter auf, damit ich euch in die Augen schauen kann beim Begrüßen. Ist höflich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich mit euch, den dritten Teil dieser Adventspredigt-Reihe mit euch zu halten. Und möchte so einsteigen. Ich habe mich daran erinnert, dass als meine Kinder noch kleiner waren und noch sehr große Freude an Playmo hatten. Es ist schon ein bisschen länger her. Ihr kennt diese kleinen Playmo-Figuren, so Spielzeug. Und wir hatten ihnen mal dann so eine Krippe gekauft aus Playmo. Und sie haben das fleißig zusammengebaut. Und ein komplettes Krippenpaket war dabei mit allem, was so eben dazugehört. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon sowas zu Hause. Und ich kann mich erinnern, so ungefähr, was dabei war. Das ist in diesem Starterpaket Krippe gab es dann natürlich einen Esel. Und da gab es auch eine Kuh und soweit ich weiß ein Schaf und eine Katze und ich glaube sogar eine kleine Maus war mit dabei. Also aus allen Perspektiven. Meine Tochter sagt gerade, nein, die Maus gab es nicht. Ach, die Katze gab es. Also die gab es auf jeden Fall. Wo die Katze da ist, gibt es auch nicht weit eine Maus. Von daher, also ich glaube sogar, es war eine dabei. Aber lass uns nicht streiten hier. Was auf jeden Fall dabei war, ein Stall. Ein Stall dabei mit einer kleinen Krippe und Heu und dann so eine kleine Decke drauf, wo das Baby Jesu da drin lag. Natürlich Maria, natürlich Josef. Und wer war noch dabei? Die Hirten. Mit Hirten, mit den Stocken und mit den Schafen waren auch dabei. Und wer war noch dabei? Die Weisen, die Könige, die drei Könige waren auch dabei. Und wenn die dabei waren, dann waren wer noch dabei? Die Kamele waren natürlich auch dabei. Und auch die Geschenke, die drei Geschenke, die sie mitgebracht haben. All das konnte man mit diesen Playmos alles schön aufbauen und eine schöne Krippe sich hinstellen. Und ich bin mir sicher, da gab es noch mehr Zubehör dabei, ein Lagerfeuer oder sowas. Weiß nicht mal ganz genau, was alles dabei war. Alles schön zusammengebaut, alles kann man schön aufstellen und ich sage so, dass die meisten, wenn sie an etwas glauben oder wissen über Weihnachten, dann hat man so dieses Verständnis, was da an Weihnachten geschah. Das ist diese romantische Szene von einem Stall, in der Jesus dann in so einer Krippe lag und eben die Weisen und die Hirten sich da getroffen haben, sich wahrscheinlich zum ersten Mal kennengelernt haben. Dass ein Esel oder warum ein Esel da an seine Berechtigung hat und warum ein Rind bei dieser Krippe stand, habe ich versucht, euch letzten Sonntag zu zeigen, wie man darauf auf diese Idee kommt, da einen Esel oder einen Rind da hinzustellen. Und das finden wir in Jesaja 1, dass ein Esel und ein Rind die Krippe seines Herrn kennt, aber sein Volk eben nicht. Ob die Weisen zusammen mit den Hirten da wirklich da waren, ist eine andere Frage. Und ich bezweifle, dass die eben sich getroffen haben und nicht die Gelegenheit hatten, sich die Hand zu reichen. Ja? So, was da wirklich geschah, was ist da wirklich passiert? Auch heute wollen wir in die Bibel hineinschauen. Das ist unser zuverlässiger Text. Das ist der Bericht über das, was in Weihnachten geschah. Und auch heute wollen wir uns etwas Mühe machen, genau nachzuschauen, was geschah da wirklich an Weihnachten. Es stehen nur noch einige Fragen oder ein paar Fragen noch offen und die ich heute gerne beantworten möchte. Bevor wir uns diesen Fragen und diesen Ereignissen dazu wenden, was da wirklich geschah und warum haben sie drei Geschenke dabei gehabt und was hat es mit diesem letzten Geschenk auf sich, mit diesem Myrrhe, das wollen wir heute uns anschauen. Davor wollen wir den Text lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 2, noch einmal die Verse 1 bis 12 in diesem Zusammenhang. Dann wollen wir beten und uns dann diesem Text zuwenden. Ich möchte lesen. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa,
Denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und sie, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Ich möchte beten und ich lade euch, mit mir aufzustehen. Unser Vater im Himmel, ich preise dich auf Grundlage deines Erlösungswerks in Christus Jesus, den du uns gesandt hast in diese Welt, um für uns das Undenkbare zu tun, das zu tun, was keiner von uns tun kann, ein gerechtes Leben zu leben und unseren Tod zu sterben. Und als Mittler trittst du ein, Jesus Christus, und ich danke dir dafür. Ich danke dir für diese Weihnachtsgeschichte, die wirklich geschehen ist und wir darüber staunen können, was da geschehen ist. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns hineinnimmst in die Tiefe dieser Wahrheit, in die Bedeutung dieses Ereignisses, Herr, dass es für uns mehr ist als Tradition, mehr als eine gute Zeit und eben auch für viele eine schlechte Zeit. Herr, dass wir begreifen, was da wirklich, wirklich geschehen ist. Segne diesen Gottesdienst, segne die Verkündigung, Herr, gib Kraft und Vollmacht in richtiger Art und Weise, dein Wort auszulegen, sodass es dir Ehre bringt. Das ist mein tiefstes Anliegen und dass das dem Hörenden, der heute da ist, Herr, zu Gnade wird und dass er es hören kann, dass er es verstehen kann und vor allem, dass er es annehmen und glauben kann. Schenke dieses Wunder, ich bitte dich darum. Amen. Warum kamen diese sonderbaren Figuren aus der Weihnachtsgeschichte, diese sogenannten drei Könige, die drei heiligen Könige, unter denen, ja, so wie man sie heute kennt, die Weisen aus dem Morgenland, warum kommen sie da aus dem Osten, haben sich auf so einen langen Weg gemacht und kamen nach Israel, warum suchten sie ausgerechnet einen neuen geborenen König, was hat sie dazu veranlasst, diese Reise zu tun und nach diesem König zu suchen? Dieser Frage sind wir nachgegangen und die Antwort ist, weil sie der Schrift geglaubt haben. Weil sie die Bibel kannten, zumindest große Teile davon oder einige Teile davon, weil sie die Schriften kannten und weil sie den Schriften glaubten. Das ist die erste Lektion, das ist die erste Wahrheit. Woher wussten sie das? Sie kannten 4. Mose. 4. Mose 24 mindestens, dass wenn ein Stern aufgeht, dass der König, der Könige, dass der Christus geboren werden sollte. Allein das war ihnen bekannt. Als Sterndeuter, als die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, war das natürlich für sie ein klares Zeichen. Aber trotzdem, allein das Wissen reicht nicht, sondern sie kannten und sie wussten, dass dieser Stern bedeutet, ein König ist geboren. Nicht einfach ein König ist da, nicht nur ein König wird gesalbt oder eingesetzt in Israel, sondern es geht um die Geburt. Und woher wussten sie das? Sie kannten mindestens den Propheten Jesaja. Einen großartigen Evangelisten, einer der in 66 Kapiteln dieses Buches, das wir überliefert bekommen haben, von dieser Geburt und von der Bedeutung von dem Evangelium uns da beschrieben hat, in herrlicher Art und Weise. Sie kannten die Schrift und sie glaubten der Schrift. Das war die Voraussetzung, dass sie kamen und Jesus dann letztendlich auch anbeteten, erkannt und ihm begegneten. Sie kannten die Schrift und sie glaubten der Schrift. Dann kommt noch etwas dazu. Das hat noch nicht gereicht, sondern sie wurden von Gott selbst dahin gebracht. Das war die Predigt von letzten Sonntag, als die Herrlichkeit Gottes ihnen erschien und diese große Freude, von der ich gerade gelesen habe, und der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über der Stelle stand. Und sie freuten sich mit großer Freude.
Die waren überglücklich. Ich hoffe, euch überzeugt zu haben das letzte Mal, dass dieser Stern keine Sternkonstellation, nur noch eine Sternschnuppe oder auch nicht der Jupiter und all diese, sag ich mal, wirklich Märchen sind, sondern dass es wirklich die Herrlichkeit des Herrn war, die da erschien. Das heißt, das, was da geschah, das erfüllt, die Prophetie von Jesaja hat sich erfüllt, das Licht ist aufgegangen und das Licht über Christus, den Messias, geleuchtet hat. Die Herrlichkeit des Herrn ist über ihm aufgegangen. Das heißt, das, was die Weisen im Morgenland schon gesehen haben bei der Geburt, war die Herrlichkeit des Herrn. Wir sind zwar jetzt nicht im Lukas-Evangelium, vom Parallelbericht. Heute werden wir nur ein, zwei Sachen daraus lernen. Aber ich las es in diesen Tagen und fand es herrlich. Als Jesus geboren war, da erschien doch eine riesenherrliche Engelschar den Hirten, oder? Und sie erleuchteten das, die ganze Gegend. Könnt ihr euch vorstellen? Und die Herrlichkeit des Herrn erschien in den Hirten, als Jesus geboren war. Und sie sagten, geht hin, sucht ihn in Bethlehem, in der Krippe liegt das Kind. Und sie machten sich auf. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Weisen dieses Ereignis im Morgenland gesehen hatten? Diese Herrlichkeit, als der Herr Jesus Christus geboren war und Gott einen großen Scheinwerfer auf dieses Ereignis und auf diesen Ort gerichtet hat, in herrlicher Weise. Darüber hinaus, und ich denke, das ist die wahre Bedeutung, es geht hier nicht um ein buchstäbliches Licht, es geht hier nicht um einen buchstäblichen Stern, das ist nicht im Fokus, sondern es geht um Folgendes, dass Gott selbst, denjenigen, die die Schrift kennen und ihr glauben, dass er ihnen das Licht gibt. Er leuchtet auf in ihren Herzen, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums im Angesicht dieses Kindes von der Herrlichkeit Gottes sehen können. Damit sie das Kind anschauen und begreifen, es ist Gott mit uns. Dazu muss Gott seine Herrlichkeit scheinen lassen. Dazu muss Gott sprechen und es muss Licht werden. Und das erlebten die Weisen aus dem Morgenland, die sogenannten Götzendiener, Sterndeuter, Zauberer. Sie kamen und Gott offenbarte sich ihnen, öffnete ihnen die Augen und sie kannten den Weg, sie fanden den Weg. Wohin? Zu Jesus. Es ist Offenbarung pur, was sie erlebt haben. Ich möchte euch nur diese Stelle kurz vorlesen. In 2. Korinther, Kapitel 4, schreibt Paulus. 2. Korinther 4. Damit meine Schwester mit mir genauso gut predigen kann, mache ich ein bisschen langsam. Das ist große Arbeit da oben, parallel das zu übersetzen, die Bibelstellen nachzuschlagen. Und ich will ihr auch Zeit geben. Also, 2. Korinther 4, ich lese ab Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Das ist Welt. Das sind Menschen ohne Gott, das sind Menschen, die Gott nicht glauben, die seinem Evangelium bzw. seinem Wort nicht glauben, sie sind verblendet. Sie haben kein Licht, keine Erkenntnis, kein Verständnis. Warum? Weil der Teufel alles daran setzt, dass sie in diesem Kind Gott nicht sehen können. Das ist ja undenkbar, wie unmöglich. Er setzt alles daran. Aber jetzt kommt das Wunder. Wie kommt es, dass Menschen trotzdem in diesem Ereignis Gott selbst sehen, das Evangelium begreifen. Schaut mal, was Paulus schreibt, Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Liebe Geschwister, das ist, was an Weihnachten passiert ist. Gott hat sich offenbart, Gott hat sich gezeigt und hat Offenbarung der Herrlichkeit gezeigt. Und die Weisen aus dem Morgenland waren nicht die Ersten, aber gehörten mit zu den Ersten, die von dieser herrlichen Nachricht gehört und sie gesehen haben und sie erlebt haben. Sie haben ein Bekehrungserlebnis gehabt. Wichtig ist, und das ist, ich denke, was uns die Geschichte auch zeigt, sie glaubten der Schrift, also sie kannten die Schrift, sie glaubten der Schrift, sie suchten und sie fanden. Warum? Weil Gott es ihnen offenbart hat. Das ist übrigens das Anliegen vom ganzen Matthäus-Evangelium.
Das ist der Grund, warum dieses Evangelium in dieser Art und Weise, wie wir es vor uns liegen haben, geschrieben worden ist. Das ist das Anliegen von Matthäus gewesen, uns zu zeigen, dass Jesus der König der Könige, der Retter der Welt ist und dass er der ist, von dem Gott in seinem Wort es offenbart hat. Und so beginnt Matthäus das Evangelium so aufzuschreiben, indem er immer wieder sagt, das geschah, damit erfüllt würde. Das geschah, damit erfüllt würde. Hier erfüllt sich die Schrift. Liebe Freunde, es ist erstaunlich, dass die Weisen aus dem Morgenland nicht nur die Erfüllung erlebt haben, von der sie gesehen haben, sondern sie waren ein Teil der Erfüllung. Sie waren selber die Erfüllung von den Dingen, die sie damals gelesen haben. Sie gehörten zu der Erfüllung dazu. In ihrem Leben erfüllte sich das, was sie damals gelesen haben. Ist das nicht herrlich? Sie haben das in ihrem eigenen Leben erlebt, dass es wahr ist, was da steht. Sie haben das wirklich so erlebt, wie es Jesaja selbst prophezeit hat. Ob sie gewusst haben, dass von ihnen da die Rede ist? Wenn ihr ganz kurz mit mir, ich zeige euch, das ist nur wirklich beispielhaft, ganz kurz. Wenn ihr mit mir Matthäus 1 aufschlagt. Wir haben das Geschlechtsregister, auf das ich noch mal kurz eingehen werde, wahrscheinlich nicht mehr heute, aber morgen. Schaut mal, in Kapitel 1 erscheint der Engel und sagt, wie dieses Kind genannt werden soll. Ich lese ab Vers 21, Kapitel 1 ab Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Herrn geredet ist, der durch den Propheten spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Schaut mal, der Name ist prophezeit, steht in Jesaja 7. Und Matthäus beginnt und sagt, das, was hier passiert ist, ist Erfüllung von der Schrift. Und so geht er durch und durch und fast. Ich mache einen Vorschlag, ich schlage das jetzt nicht mit mir nach, weil das wird jetzt ein bisschen, ich lese mit euch einfach nur ein paar Verse aus den ersten zwei Kapiteln, wie oft das auftaucht. Dann kommen die Weisen und sagen, wo ist er geboren? Herodes holt die Schriftgelehrten zu sich und sagt, wo ist er geboren? Und sie antworten, zu Bethlehem. Und dann heißt, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Dann geht es weiter. In Kapitel 2, Vers 15. Und er wird dort bis zum Tod des Herodes. Jesus bleibt in Ägypten, flieht mit Josef und Maria, fliehen nach Ägypten. Und dann heißt es, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der da spricht. Das heißt, der Grund, warum Jesus in Ägypten war, es steht geschrieben. Ein paar Verse weiter. Und dann heißt es, der Kindermord in Bethlehem. Und dann heißt es, vor 2 Jahren und darunter, nach der Zeit nach, die von dem Weisen erforscht hatte, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der das spricht, eine Stimme in Rama und so weiter. Kindermord, auch das verkündigt. Und Matthäus schreibt immer wieder, sagt, das, was an Weihnachten, bei der Geburt Jesu geschah, das ist, was alles in der Schrift steht. Kapitel 2, Vers 23, dass er in Galiläa gelebt hat, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Er wird Nazaräer genannt werden. Kapitel 3, Vers 3. Denn dieser ist, der von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht. Kapitel 4, Jesus begegnet dem, bei der Versuchung sagt, er steht geschrieben. Kapitel 4, Vers 14, sein Beginn seines öffentlichen Dienstes, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, worden ist. Das Land Sebulon, das Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land, dem Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, du Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Alles, was Jesus getan hat, alles, was mit ihm passiert ist, war die Erfüllung der Schrift. Und dann hält Jesus die Predigt, die Bergpredigt und sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Was ich euch damit sagen möchte, alles, was da geschah, war Erfüllung der Schrift. War alles Erfüllung der Schrift. Und Jesus kam auf diese Welt, um alles zu erfüllen, was da von ihm geredet ist, was Gott vorher verheißen hat. Das Erstaunliche und das Herrliche dabei ist, dass die Weisen aus dem Morgenland ein Teil dieser Erfüllung sind. Und was war dieser Teil der Erfüllung? Sie sind die ersten Heiden,
Die sind die ersten aus den Nationen, die Jesus Christus begegnet sind und die an ihn gläubig geworden sind und die gerettet worden sind. Ist uns klar, dass an Weihnachten die erste Rettung stattgefunden hat, und zwar der Nationen. Die Weisen aus dem Morgenland repräsentieren die Könige der Könige. Die repräsentieren die Völkerschaften der Welt, die zu dem Licht hinziehen, die zu dem wahren König hinziehen, die ihre Knie von dem wahren König beugen und ihn anerkennen. Die Weisen stehen für die Nationen, die zum Glauben kommen. Aber heißt nicht in der Schrift zuerst den Juden und dann den Heiden? Wir waren zuerst bei Jesus die Hirten. Und wer waren die? Aus der Gegend. Es waren Juden. Und wer kam danach? Die Weisen. Und es waren Nationen. Allein schon bei seiner Geburt, wird Gott Mensch und liegt als Baby in dieser Krippe. Und es erfüllt sich das Evangelium allein in der Art und Weise, wer zu ihm kommt. Zuerst die Juden und dann die Heiden. Diese Weisen, von denen wir reden, sie sind ja die ersten aus den Nationen, die die Herrlichkeit Gottes im Angesicht dieses Kindes gesehen haben, der ein König, der ein Mittler und ein Hohepriester und ein Retter ist. An ihm erfüllt sich, was es heißt, dass Gott nicht der Gott der Juden allein ist. Da erfüllt sich, was es heißt, und die Nationen werden zu ihm kommen und werden dieses Lichtland suchen und werden ihn finden. Da erfüllt sich, was es heißt, dass viele aus Nationen zu ihm strömen werden, aber nur wenige aus Israel. All dies erfüllt sich hier gleich zu Beginn dieser Geschichte. Das Ziel von dieser Predigtreihe, die ich mit euch hier halte in diesen Sonntagen, ist ein doppeltes Ziel. Zu einem möchte ich sehr gerne uns etwas über die Mythen und Legenden und Sagen von diesem Weihnachten aufklären. Was ist davon wirklich biblisch und was ist nicht biblisch? Wie kommt das dazu, dass manche davon überzeugt, dass es heilige drei Könige waren? Und warum sind es Kamele? Warum bringen sie all das? Wie kommt man zu all diesen Weihnachtsgeschichten? Und ich hoffe, einige Fragen euch beantworteten schon zu beantworten, was ich schon es beantworten konnte. Das Zweite ist, ich möchte mit euch darüber nachdenken, was ist die wahre Bedeutung von Weihnachten? Und das hat was mit diesen Geschenken zu tun, die sie gebracht haben. Um was geht es da eigentlich wirklich? Was ist da wirklich passiert? Vielleicht sagst du, wenn du schon jetzt die Sonntage dabei warst, über die Geschenke hast du noch nicht gar nicht so viel geredet, gell? Viel über den Hintergrund und viel über die Entstehung, aber über die Geschenke gar nicht so viel. Und du hast recht, und das ist sogar mit Absicht so, weil wir packen die Geschenke am 24. aus. Ich weiß nicht, wann du sie auspackst. So, morgen ist der 24. Und da möchte ich morgen mehr von diesen Geschenken aufmachen. So, nicht mehr, sondern diese drei Geschenke wirklich aufmachen. Bei uns seit längerer Zeit ist es so, dass unter dem Weihnachtsbaum schon Geschenke liegen. Wenn jemand ein Geschenk hat, verpackt es, legt es hin. Und man freut sich schon fast einen Monat lang drauf. Man sieht, ah, da ist ein Geschenk. Man sieht, was ist da drin? Und so war mein Anliegen, ich zeige euch diese Geschenke und morgen packen wir sie aus. Ja, da gucken wir genau rein, was ist da wirklich drin in Gold und was ist da wirklich drin in Weihrauch und was ist da wirklich drin in Myrrhe? Warum haben sie diese Geschenke gebracht? Es stehen noch ein, zwei Fragen offen, die wir heute miteinander betrachten wollen. Wo haben sie Jesus gefunden? Wann haben sie ihn da wirklich gefunden? Und warum, wie gesagt, das dritte Geschenk Myrrhe? Diesen drei Fragen möchte ich heute mit euch heute nachgehen und dieses Wunder von Weihnachten eben miteinander anschauen. Und der Text sagt, als sie von Herodes geschickt werden und sagen, ihr geh und such und ich will dann auch kommen, findet, kommt zu mir, sagt, wo ziehen sie los? Und als der Stern sie führt, die Herrlichkeit des Herrn ihnen den Weg macht, dann bricht große Freude aus. Und dann haben wir eine interessante Aussage. Und jetzt kommen wir zu diesem Krippe und von dem Plemo und all das. Dann heißt, sie aber zogen, Vers 9, sie aber zogen hin, als sie den Klang gehört hatten. Und sie, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Gott hat sie genau dahin geführt, wo das Kind war. Wo war das Kind? Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich, mit sehr großer Freude.
Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. So, der Stern, die Herrlichkeit des Herrn, führt die Weisen und sie können Jesus finden, sie können dieses Kind finden. Und wo ist das Kind? Matthäus schreibt, sie waren in einem Haus. Wie gesagt, ich bin viele Jahre als Kind so aufgewachsen, dass Jesus nicht in meinem Haus war, sondern eben in einem Stall war. Und da lag er da eben, wie gesagt, in einer Krippe. Und hier lesen wir bei Matthäus, sie finden ihn aber in einem Haus. So, entweder ist das für was für Matthäus Haus ist, für Lukas ein Stall, aber ich glaube nicht, sondern es ist wirklich hier die Rede von einem Haus. Das heißt, die Weisen aus dem Morgenland finden Jesus nicht in der Krippe. Da, wo er aber geboren worden ist, oder? Schlag mit mir Lukas, den Parallelbrief, Lukas 2. Kann man sich gut merken, Matthäus 2 und Lukas 2 haben wir die beiden ausführlichen Weihnachtsgeschichten in unserer Bibel. Wo fanden die Hirten Jesus? In Lukas 2 im Vers, ich gebe euch Vers 12, die Engel erscheinen den Hirten auf dem Felde, verkündigen große Freude und sagen, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dann heißt es, und sie zogen los, und Vers 16, und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in Krippe liegend. Das ist, was bei der Geburt geschah. Als Jesus geboren war, wurde er geboren und ist offensichtlich in einem Stall geboren. Warum? Weil da steht eine Krippe. Und das ist, daher kommt auch, dass Jesus im Stall geboren ist, weil er in einer Krippe liegt. Und wer ist da? Die Hirten kommen. Und wer ist da? Maria und Josef. Und das Kind liegt in der Krippe. Interessant, dass Lukas hier einen anderen Begriff fürs Kind verwendet. Eigentlich heißt Säugling. Und da fanden sie das Säugling in der Krippe liegen. Bei Matthäus ist das ein Kind. Das heißt, da steht nicht Säugling. Als die Weisen kommen, finden sie ihn nicht im Stall, sie finden ihn nicht in der Krippe liegend, sie finden kein Säugling, sondern sie finden ein Kind. Und dieses Kind ist im Haus. Und Matthäus schreibt, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und wer fehlt? Josef fehlt hier. Ja, nein, Josef gehört doch dazu. Josef ist immer der, der hinter Maria steht. Ja? Auf allen, Josef steht übrigens immer. Maria sitzt, die Weisen knien. Aber Josef steht. Ein Lehrer von mir hat gesagt, der stand sein Mann, er war der Türsteher, er stand ihr bei und hat daraus ein großes Ding gemacht, was es bedeutet, dass Josef immer stand. Aber auf allen Bildern Josef steht. Aber hier fehlt Josef, er ist gar nicht da. Obwohl das Matthäus-Evangelium Josef ganz viel Platz einräumt. Er beschreibt die Weihnachtsgeschichte unter anderem aus der Perspektive Josefs. Josef, der dann später, also Josef, der zweifelt, Josef, der die Maria nicht entlässt und so bei sich behält, Josef, der sie nachnimmt und nach Ägypten führt. Aber auf einmal hier ist Josef nicht da. Warum ist er nicht da? Haben sie ihn übersehen? Haben sie ihn nicht gesehen? Warum wird Josef nicht erwähnt? Ja, weil er gerade nicht da ist. Ich vermute, dass er gerade unterwegs ist und etwas zu essen besorgt. Dass er gerade unterwegs ist und vielleicht sich eine Arbeit sucht. Wisst ihr warum? Weil sie noch eine Weile in Jerusalem bzw. in Bethlehem bleiben müssen. Und das ist alles nicht umsonst. Es kostet was. Er musste für diese neue Familie sorgen. Er musste auf diese neue Familie aufpassen. Und er musste Geld und Arbeit finden, damit sie wirklich da auch eine Weile bleiben können. Josef ist als die Weisen kommen, Josef ist nicht da, sondern sie finden nur ein Kind und sie finden Maria. Und wo finden sie? Sie finden das in einem Haus. Warum ist das so wichtig? Weil der Zeitraum, in dem die Weihnachtsgeschichte uns erzählt wird und die Geburt Jesu und mit den weisen Hirten weit größer ist, als das wir denken. Als die Weisen im Morgenland den Stern, die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn gesehen haben, hat einfach Zeit gebraucht, bis sie kamen und eben dieses Jesuskind fanden. Und als sie dann kamen, reisten sie einige Monate wahrscheinlich waren sie unterwegs und als sie kamen, war aus dem Säugling schon ein Kind geworden. Und sie waren nicht mehr im Stall, sondern sie waren in einem Haus. Ich möchte euch sagen, was ich glaube, was da passiert ist. Als sie nach Bethlehem kamen, bei der Volkszählung war die Stadt überlaufen. Alle kamen und mussten sich da zählen lassen.
Jedes Haus war voll. Alles war proppenvoll. Kein Platz in der Herberge. All diese Kinderlieder kennen wir. Kein Platz, kein Raum. Ist nicht da. So, jetzt finden sie aber einen Platz im Stall. Und das ist jetzt, ich möchte das nicht so arg euch all die schönen Weihnachtsillusionen nehmen, aber es ist nicht so, dass da irgendein ein Wirt gesagt hat, oh, ich habe keinen Platz, aber da hinten, hinterm Haus irgendwo, da gibt es noch so ein Örtchen, da habe ich ein paar Schafe, da könnt ihr hingehen. Und sind sie da hingegangen und da wurde Jesus geboren. Sondern die Art, wie damals Häuser gebaut worden sind oder Ställe gebaut worden sind, das war ein Haus. Und zwar, da gab es halt keine Zentralheizung und Ölheizung oder Gasheizung, sondern wer hat das Haus mitbeheizt? Die Tiere. Und das Haus war so gebaut, dass der untere Eingang, das war ein Stall. Und die haben da die Schafe oder die Rinder gehabt und gerade im Winter, die heizen gut. Ich meine, riecht natürlich nicht so besonders, aber es bringt Wärme. Und der Stall hat das ganze Haus mit geheizt sozusagen. Und dann ging es eine Stufe oder eine Etage höher sozusagen und da haben die Familien gewohnt. Und da ging man eben die Treppen hoch, da war Lebensraum, nicht mit vielen Zimmern, aber da war der Lebensraum, da hat man gekocht, da hat man gegessen, da hat man geschlafen und unten drunter war ein Stall und da waren die Tiere. Und die Tiere gehörten sozusagen dazu. Das Bild ist folgendes: Als Josef und Maria nach Bethlehem kommen und bei den Häusern klopfen und bei den Herbergen klopfen und fragen, wo finden wir einen Platz? Finden sie keinen Platz, weil überall in den Räumen es proppenvoll war. Alle waren da, um sich zählen zu lassen. Und der einzige Platz in einem Haus war unten im Stall. Also haben sie da Platz gefunden. Maria gebar Christus und legten sie in die Krippe. Dann verging Zeit. Und die Zeit verging und nach und nach zogen die Leute wieder nach Hause. Wer konnte aber noch nicht nach Hause reisen? Josef und Maria. Sie haben ein kleines Baby. Und ich sage euch gleich auch noch, warum sie nicht gehen konnten. Und sie sind geblieben. Und nach und nach sind die Gäste gegangen. Und was hatten sie jetzt? Platz. Ich sage so, sie konnten einfach ein, zwei Stufen hoch und einen Platz im Haus finden. Sie mussten da nicht neue Herberge finden, sondern ich glaube, sie waren in dem Haus, waren unten im Stall. Und als der Platz da war, konnten sie von dem Stall konnten sie zurück ins Haus hinein. Und da fanden die Weisen in diesem Haus Maria und das Kind. In einer Weise, wenn wir uns überlegen, in einer Weise kommt der König der Könige zur Welt und sucht sich einen Platz aus, nämlich einen Stall. So, das Niedrigste bei den Menschen sucht er sich da aus. Eine tiefe Selbsterniedrigung. Aber interessanterweise, wann kamen sie dahin? Ich möchte euch nochmal mit mir einladen, Lukas kurz aufzuschlagen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Aber das ist sehr, sehr interessant und sehr aufklärungsreich, was uns berichtet wird. Ich lese euch Lukas Kapitel 2 ab Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihnen beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Also nach acht Tagen wurden die Kinder beschnitten. Und dann wurde ihnen mit dieser Beschneidung der Name gegeben. Das heißt, es vergingen jetzt 8 Tage. Und da wurde Jesus beschnitten und dann hat man ihn Jesus genannt. Aber es müsste noch mehr Zeit vergehen, Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt sein. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Das heißt, sie bleiben in Bethlehem so lange, bis mindestens 8 Tage waren und das Kind beschnitten wurde. Dann sind sie nach der Zeit der Reinigung, die von dem Gesetz in Mose verlangt wird, sind sie nochmal nach Jerusalem, nochmal hoch und haben für Jesus im Tempel ein Opfer dargebracht, haben sie ihm geweiht. Wisst ihr, wie lange diese Tage waren der Reinigung? Nach dem Gesetz Mose, in 3. Mose 12, heißt für ein männliches Kind 33 Tage. Für ein weibliches Kind
66, doppelt so viel. Lass uns jetzt darüber nicht reden, warum sie doppelt so viel Reinigung gebraucht hat. Der Punkt ist, das heißt, Maria zog mit Josef, mit dem Kind, nach mindestens noch 33 Tagen nach Jerusalem und haben für Jesus geopfert. Also dieses Bild, als Jesus geboren war und dann die Weisen gerade Tschüss gesagt haben und die Soldaten von Herodes da an der Krippe rumschnüffeln und umbringen wollen und Josef gerade so in dieser Nacht noch einen Traum bekommen hat und sie schnell nach Ägypten gegangen sind. Das ist nicht, was in der Bibel steht. Sie waren mindestens einen Monat noch in Bethlehem. Mindestens 33 Tage, mindestens. Und dann sind sie erst hoch nach 33 Tagen und haben das Opfer für Jesus dargebracht. Ich möchte euch einen zweiten Grund geben, warum ich glaube, dass die Weisen noch gar nicht da waren. Denn was haben sie geopfert? Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben? Warum ist das so wichtig? Wisst ihr, was das Gesetz verlangt für ein männliches Opfer? Wenn ein Kind geboren ist, was man opfern muss normalerweise? Ich lese euch vor. Schlag mit mir 3. Mose auf. 3. Mose 12. Wir gehen in die Bibel. 3. Mose 12. Ich lese ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israels. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage lang unrein sein, wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins. Wird sie unrein sein, und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben, nichts Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Also sie durfte nicht nach Jerusalem, sie durfte nicht in den Tempel, 33 Tage musste sie warten. Und sie warteten mit Jesus 33 Tage in Bethlehem. Danach zogen sie nach Jerusalem hoch. Und dann mussten sie opfern. Und dann wird auch gesagt, was geopfert werden muss. Vers 6. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder ein Turteltaube zum Sündopfer zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Was mussten sie eigentlich opfern? Ein Lamm und eine Taube. Was schreibt Lukas, was haben sie geopfert? 2 Turteltauben. Warum das denn? Wieso haben sie nicht ein Lamm geopfert? Wir lesen ab Vers 8, warum nicht? Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Das heißt, wenn sie arm sind und wenn sie kein Geld haben und wenn sie nichts haben und kein Lamm sich leisten können zur Schlachtung, was sollen sie dann opfern? 2 Turteltauben. Was haben sie geopfert? 2 Turteltauben. Das bedeutet was? Sie waren arm. Sie hatten kein Geld. Sie hatten kein Geld für ein Lamm, um das Opfer darzubringen. Also bringen sie das Nötigste, das man bringen muss, und zwar Turteltauben. Das haben sie sich gerade noch leisten können, mehr nicht. Aber liebe Geschwister, jetzt geht mir mit mir ins Matthäus-Evangelium zurück. In Kapitel 2, Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm und öffneten ihre Schätze. Und was geben sie ihm? Gold. Und was geben sie noch? Weihrauch. Und was noch? Myrrhe. Und wisst ihr, wie wertvoll das Ganze war? Sie haben nicht nur ein kleines Stückchen Gold gebracht und ein bisschen von Weihrauch, das man gerade so dran riechen konnte, wie wir an der Wunderkerze. Sie brachten auch nicht so ein Stückchen von Myrrhe, von diesem Harz, das man so ein bisschen sagt, okay, für euch, sie öffneten ihre Schätze. Könnt ihr euch vorstellen, dass Josef, von dem in 1. Matthäus Kapitel 1, Vers 18 heißt, dass ein gerechter Mann war? Jetzt kriegen sie Schätze. Josef kommt zurück von der Suche, auf der Arbeit, sucht, kommt zurück, Schätze da. Denkt, jawohl. Und jetzt wird nach 33 Tagen müssen sie opfern. Denkt, Mann, das können wir jetzt machen. Das ist alles fürs Kind zurückgelegt, für sein Studium. Können wir nicht nehmen. Natürlich hätten sie, wenn die Weisen
vor dieser Opferung, das heißt, wenn die Weisen vor diesen 33 Tagen da gewesen wären, was hätten sie gehabt? Geld. Was hätten sie opfern können nach dem Gesetz? Ein Lamm. Das heißt, wenn wir als die Weisen kommen und ihn opfern, dann ist das schon alles passiert. Was ist mindestens passiert? Die Beschneidung von Jesus passiert. Was ist noch passiert? Das Opfer im Tempel ist passiert. Wie viele Tage sind mindestens vorbeigegangen? Mindestens 33. Ich glaube, es können sogar bis 2 Jahre gewesen sein. Warum? Weil der Herodes genau nachgeforscht hat von der Erscheinung des Herrn. Und er hat bis wie viele Jahre die Kinder ermordet? Bis zu 2 Jahren. Was ich damit euch sagen möchte, als die Hirten bei der Krippe waren, wer war mit Sicherheit nicht dabei? Die Weisen. Die waren nicht dabei. Aber sie fanden den Weg, nachdem die Hirten da waren, von den Juden, und nebenbei, interessant, wen Gott aus den Juden dahin schickt, gell? Die Hirten. Das waren die Außenseiter des Volkes. Die haben gestunken. Die haben das getan, was man tun musste, um die Schafe zu hüten. Das war eine ausgeschlossene Gesellschaft, kein attraktiver Job. Die dürfen finden, die dürfen kommen, die Außenseiter. Wer findet aus den Nationen später? Die Weisen. Wer waren die? Magier, Zauberer. Wem erscheint das Licht? Wem offenbart Gott dieses Geheimnis? Das Schwache dieser Welt, das Verachtete dieser Welt. Das gebraucht er und das nimmt er und offenbart das Licht des Evangeliums. Also wann oder wo ist Jesus von den Weisen gefunden worden? In einem Haus. Die haben eine Weile dort gelebt. Darf ich euch noch zum Nachdenken euch mitgeben? Als Jesus geboren war, hat Josef nicht in den Traum das Kind genommen und sind dann schnell nach Ägypten abgehauen. Frisch geborene Baby auf dem Esel und dann ab nach Ägypten. Nein, das Kind war schon ein paar Monate mindestens alt, als es nach Ägypten ging. Denn bevor es nach Ägypten ging, sind einige Dinge passiert in Bethlehem, in Jerusalem. Auch da wusste Gott, wie er das alles bewahrt, wie er das alles erfüllt, das wirklich das so erfüllt, was in der Schrift geschrieben steht. Eine Frage möchte ich euch noch kurz mit euch über die nachdenken und euch beantworten. Diese Weisen kommen also aus dem Morgenland, nehmen sich einen langen Weg auf sich, suchen Jesus, finden Jesus und bringen ihm Geschenke. Eins der Geschenke war Gold, ein anderes der Geschenke war Weihrauch. Das dritte Geschenk war Myrrhe. Wie kommen sie drauf? Wie kamen sie auf Gold? Wie kamen sie auf Weihrauch? Wie kamen sie dahin, diese Geschenke mitzubringen? Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an Jesaja 60, oder? Darf ich das euch noch ganz kurz vorlesen? Die Zeit erlaubt es mir noch. Ich schlag mit mir Jesaja auf. Jesaja 60. Was wussten sie? Was glaubten sie? Was verstanden sie? Warum brachten sie diese Geschenke? Jesaja 60. Ich lese Vers 3. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht. Und Könige zum Lichtglanz deines Anfangs. Darum nennt man sie die Weisen, die heiligen drei Könige. 3, weil sie aus Midian, aus Saba und aus Kedar kommen. Weil das sagt auch Jesaja hier. Dass die Könige aus Midian, aus Saba und aus Kedar kommen. Und was werden sie bringen? Gold heißt hier in Vers 6 und Weihrauch. Interessanterweise aber steht hier nichts von Myrrhe. Und sie bringen aber Myrrhe. Ja, warum machen sie das? Hier steht Gold und Weihrauch. Ich bin mir sicher, sie wussten das. Und sie wussten, was sie zu bringen haben. Aber sie wussten, warum sie es mitbringen. Sie haben verstanden, warum sie Gold mitbringen. Weil es der König der Könige ist. Sie haben verstanden, warum der Weihrauch ist. Weil es der Hohepriester ist, der Mittler. Aber sie haben noch mehr verstanden. Sie haben verstanden, dass es auch der Retter ist, der für uns sterben wird. Aber woher wussten sie das? Steht doch gar nicht hier in Jesaja 60. Aber wo steht das? In Jesaja 53. Glaubt ihr, wenn die Jesaja 60 gelesen haben, gesagt, das reicht uns? Ich kann mir vorstellen, wenn sie nachdem diese herrliche Wahrheit in Jesaja 60 gelesen haben, gesagt, wer ist dieses Licht? Und ich kann mir vorstellen, sie kamen auf die Idee, den Kontext zu lesen. Sie sagen, wir wollen lesen, wir wollen mehr. Und sie haben diesen Propheten gelesen. Und was wussten sie? Wer ist dieses
Kind? Wer leuchtet auf? Wer ist das Licht der Nationen? Wer ist dieser Gottesknecht? Und spätestens bei Jesaja 53 werden Sie lesen, es ist der Leidende. Es ist der, der all die Schuld auf sich nehmen wird. Es ist der, der ohne Schuld die ganze Schuld aller tragen wird. Und alle Menschen. Und dass Gott ihm die Gaben von allen Menschen geben wird. Ihn belohnen wird dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Sie wussten, dass er nicht nur der König ist. Sie wussten nicht nur, dass er der Priester ist. Sie wussten auch, dass der Erlöser ist. Dass er für sie sterben wird. Warum? Sie kannten die Schrift. Aber warum? Also ich bin davon überzeugt, weil sie das verstanden haben, haben sie dieses Geschenk gebraucht. Aber warum steht es in Jesaja 60 nicht? Warum? Wieso schreibt Jesaja 60 nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe? Ich glaube, weil Jesaja 60 nicht nach Jesaja 53 kommt. Das Leiden, das Sterben des Messias wird beschrieben in Jesaja 53. Und was wird in Jesaja 60 beschrieben? Die Auswirkung seines Erlösungswerks. Es wird beschrieben, dass die Nationen kommen, dass sie ihn anbeten werden. Es wird beschrieben, dass alle kommen werden zu diesem Licht, zu diesem Evangelium. Und sie werden ihn anbeten als ihren Herrn und als ihren Mittler, der sie vertritt vor Gott. Jesaja ist nach dem Sterben. Es ist Weihnachten und geht darüber hinaus. Es zeigt die Folgen von dieser Geburt. Und darum, denke ich, finden wir hier Myrrhe nicht in der Prophezeiung. Aber das bedeutet nicht, dass sie das nicht wussten. Sie wussten es und sie brachten das. Ich gebe euch sogar noch einen Grund mehr, warum ich glaube, dass sie mehr wussten, als wir ahnen. Drei Königreiche werden hier genannt. Midian, Saba und Kedar. Und die kommen und beten den König an und bringen Gaben da. Kennt ihr das Land Saba schon oder eine andere Begebenheit, wo Saba in der Bibel auftaucht? Es gibt in 1. Könige, Kapitel 10, glaube ich, eine Begebenheit in 1. Könige 10, da besucht die Königin von Saba Salomo. Und wisst ihr, was sie ihm mitbringt als Geschenk? Weihrauch. Sie bringt ihm Weihrauch. Weihrauch ist ein harzförmiges Konstrukt, wollte ich schon sagen, von einer Pflanze, die häufig in Afrika wächst. Und ist sehr wohlriechend, ist ein Wohlduft. Ist sogar eine Medizin. Man behandelt Mundentzündungen zum Beispiel mit diesem Harz, mit dem Weihrauch, um Entzündungen entgegenzuwirken. Ein ganz wertvolles Harz. Aber es ist so gut riechend, das ist eigentlich ein Parfüm. War damals wie ein Parfüm behandelt. Und die Königin von Saba bringt diese wohlriechenden Öle, unter anderem dieses Harz wie Weihrauch, wie Myrrhe, bringt sie zu Salomo, der übrigens ein Bild auf Christus ist. Und all diese Dinge sind nicht unbekannt. Als Jesus gestorben ist und begraben worden ist und die Frauen das mitbekommen haben, wisst ihr, was sie an den nächsten Morgen gemacht haben? Sie wollten Jesus balsamieren. Sie wollten ihn ölen. Und wisst ihr, mit was sie das tun wollten? Mit gut riechenden Ölen. Und dieses gut riechende Öl ist unter anderem Myrrhe. Mit diesem Myrrhe hat man die Toten balsamiert. Ich spare jetzt das Nachschlagen in Markus Evangelium 16, Vers 1, in Lukas 22, da heißt es, und als die Frauen kamen, nahmen sie gut riechenden Öle mit, um Jesus zu balsamieren, und mit guten riechenden Ölen. Als die Weisen aus dem Morgenland kommen, liebe Geschwister, liebe Freunde, und ihn aufsuchen, dann kamen sie, weil sie die Schriften kannten. Sie kamen, weil sie der Schriften glaubten. Sie kamen, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Und weil sie verstanden, wer das ist. Und was verstanden sie? Sie begriffen, er ist der König aller Könige. Und sie begriffen, er ist unser Mittler. Und sie begriffen, er ist der für uns sterben wird. Und darum brachten sie ihm dieses Öl. Nicht einfach nur ein gutes Parfüm, sondern als Zeichen und als Ausdruck ihres Glaubens, dass er für sie sterben wird. Dass er für sie leiden und sterben wird. Mit diesem Öl wurde später Jesus gesalbt. Ich finde es erstaunlich, was sie alles wussten. Ich finde es erstaunlich, an was sie alles geglaubt haben.
Und ich glaube, dass sie das im Vorfeld schon alles geglaubt haben. Denn als sie nach morgen nach Jerusalem kommen, sagen sie, wo ist der König, der geboren ist? Wir wollen ihn anbeten. Sie sagen nicht, wir wollen mal nachprüfen, ob das schon stimmt oder nicht, sondern wir wollen ihn anbeten. Wir wollen sehen, ist er es wirklich? Nein, wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihm die Ehre geben. Ich finde es erstaunlich, wer da kommt und wer Jesus die Ehre gibt. Wie viel wussten sie? Und mir scheint es, dass diese Weisen aus dem Morgenland sonderbarer sind als die ganzen Mythen und Legenden. Dass sie noch sonderbarer sind, als man schon ohnehin denkt, was sind das für komische Figuren da? Das Herrliche dabei ist, sie verkündigen durch ihr Kommen die Erfüllung, dass das Licht nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden ist. Sie verkündigen, und sie sind die ersten Repräsentanten des Evangeliums, das zu allen Nationen geht. So beginnt das Matthäus-Evangelium. Nationen kommen und wollen diesen König anbeten. Und wie endet das Matthäus-Evangelium? Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und macht Jünger. Geht, erzählt das. Das Licht ist gekommen. Die Rettung ist vollbracht. Geht und macht Menschen zu Jüngern, indem ihr dieses Geheimnis kundtut. Das Evangelium verbreitet sich bis heute. Bis heute. Und wir sind ein Teil der Geschichte. Und ich finde es so herrlich, jedes Mal, wenn wir Weihnachten feiern, bewusst feiern, erfüllt sich die Prophetie an uns immer wieder aufs Neue. Wenn du gekommen bist und dieses Licht gesehen hast, wenn du die Schrift gelesen hast und ihr glaubst und Gott dir ein Licht hat aufgehen lassen und du Jesus Christus als den Sohn Gottes erkannt hast, du einer aus den Nationen, vielleicht ein Wahrsager, vielleicht ein Götzendiener, vielleicht ein Blinder, vielleicht aus dem Osten, sind viele von uns. Ja. So, dann ist uns ein Licht aufgegangen im Osten. Und wir sind gekommen zu dem einzigen Retter und Erlöser. Dann ist Weihnachten auch an dir, hat sich Weihnachten erfüllt. Und Weihnachten erfüllt sich jedes Mal aufs Neue. Nicht, dass Jesus aufs Neue in die Welt kommt, sondern die Bedeutung und das Geschehen an sich selbst, dass Menschen zu diesem Lichtglanz kommen und dieses Licht suchen. Ich will euch 2, 3 Stellen noch am Ende lesen, die das einfach bezeugen. Die eine Stelle ist in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15. Die erste Gemeinde, die Juden, die haben sich sehr schwer getan. Die haben sich sehr schwer getan, um das zu verstehen. Liebe Geschwister, glaubt nicht, dass die Ausbreitung der Gemeinde, dass das Evangelium erst mit Pfingsten stattgefunden hat. Davor kamen Menschen zum Glauben aus den Heiden. Und die kamen aus Afrika, aus Saba. Sie kamen aus dem Osten, aus dem Morgenland. Und sie gingen fröhlich zurück und sie gingen und brachten dieses Evangelium dahin. Ich lese euch ab Vers 13, in Apostelgeschichte 15. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren. Das ist Weihnachten. Und wieder aufbauen die Hütte Davids. Das ist der wahre Tempel. Die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Schaut mal, was es heißt. Damit die übrigen Nationen den Herrn suchen. Als Jesus in diese Welt kam, kamen die Nationen und suchten ihn. Und sie fanden ihn. Das waren die Erstlinge aus den Nationen, das waren die Weisen aus dem Morgenland. Eine andere Stelle ist Römer Kapitel 3, Vers 27 und folgende. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.
Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und aus Unbeschnittenheit durch den Glauben rechtfertigen. Es gibt nur einen Gott. Und er wird sowohl die Juden rechtfertigen, auch die Nationen. Denn es gibt nur einen Gott. Und alle, die ihn suchen, alle, die zu ihm finden, die werden gerechtfertigt. Allein aus Glauben. Das haben die Weisen erlebt. Sie haben geglaubt und sie wurden gerechtfertigt. Und die letzte Stelle lese ich in Römer 9. Ab Vers 24. Ab Vers 23, Entschuldigung. Auch ist zwar auch mitten im Satz, aber da muss ich Wahrheit vorher lesen, das ist alles ein Satz. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Und das ist Weihnachten. Nationen kommen. Nationen strömen. Sie suchen. Und sie bringen Gaben, sie bringen Anbetung, sie verherrlichen dieses Kind, weil sie wissen, dass es der Erlöser der Welt ist. Aber sein Volk, die Juden, die nur einen Steinwurf entfernt daneben sind, die auch die Schrift haben, die auch das alles kennen eigentlich, sie nicht, nur der Rest. Warum? Was ist der Unterschied? Warum leuchtete bei den Weisen der Stern ihnen den Weg und bei denen Herodes oder die Schriftgelehrten Pharisäer nicht? Weil sie nicht der Schrift geglaubt haben. Sie haben nicht geglaubt. Die Weisen glaubten und ihnen ist Herrlichkeit erschienen. Ich hoffe so sehr, dass wir nicht an irgendeinen Mythos und irgendeine Legende über Weihnachten glauben, an irgendein Krippenspiel und irgendwelche Schäfchen und Mäuse und Katzen, sondern dass wir verstehen, dass an Weihnachten das Evangelium in diese Welt hineinschaut, die Rettung aller Menschen. Darf ich sogar sagen, sogar der größten Götzendiener, der weit entferntesten aus allen Ländern. Das Weihnachten ist für alle da. Amen.